Was macht das denn eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich möchte es jetzt nicht ausprobieren. Hier nichts riskieren. Der hat schon... Wieso hat er denn schon wieder 9000? Der hat sich geheilt, ne? Ja. Probiere ich nochmal meine Meisterklinge aus. Blutet vierfach. Also, das sollte ja vielleicht helfen. Jetzt machen wir noch ein bisschen heiligen Schaden. Projektilkotze, oh mein Gott. Nein! Die Nabelschnur. Können wir die... Oh, ich glaube, wir müssen die Nabelschnur angreifen. Müssen wir schnell einen Trank trinken? Können wir die angreifen? Ja, wir können die Nabelschnur angreifen. Das sollten wir auch tun. Und warum habe ich meinen... Achso, ich muss mich erstmal gerade... Nein! Nein! Egal. Ich habe mich verklickt. Ja, das war jetzt wieder nicht gut. Auf die Nabelschnur. Kriegen wir die wohl kaputt? Oh, wir hätten uns heilen können. Das wissen wir nämlich jetzt gleich. Ja, jetzt müssen wir ihn wiederbeleben. Und da kommt die Nabelschnur und heilt auch noch das Alien. Ah, die Nabelschnur ist hin. Ha! Haben wir noch einen Wiederbelebungstrank? Haben wir noch den magischen Taco. Da. So, und jetzt zünden wir das Baby wieder an. Und ich hatte vorher noch den Koffeintrank. Hätte ich nicht, weil wir den Taco benutzt haben. Aua. Fähigkeiten. Ja, wir nehmen mal einen Gesundheitstrank. So. Und dann den Hammer. Perfekt. War schön. Und auch hier sollten wir nochmal einen Gesundheitstrank tun. Obwohl. Ich mache einfach den Tempotrank und greife lieber zweimal an. Wir können uns jetzt zur Not auch wiederbeleben. Ich kann nichts essen. Das heißt, wir müssen einen Heiltrank nehmen. Verdammt. Eine Runde verschwendet leider. Die Blutung können wir auch eigentlich nicht mehr erhöhen. Doch, können wir doch. Fünffach. Oh. Wiedergeburt. Wie cool. Mana-Trank? Mana-Trank groß. Nee, Mana-Trank brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Machttrank. Er kann nichts essen. Okay, dann greifen wir einfach an. Dieses Trommeln nervt mich nämlich etwas. 900, das kriegen wir hin. Und zwar mit unserem tollen Bogen. Am. Level 12 freigeschaltet. Können wir den looten? Nein, können wir nicht. Aber wir haben ja eine Quest erfüllt. Und außerdem können wir jetzt hier bestimmt noch andere Dinge benutzen, ne? 35% Schaden. Was ist das? 100% Widerlichkeitsschaden ist natürlich auch geil. Aber das mache ich mal noch nicht. Ändern. ...100% Widerlichkeitsschaden. Oder... Angriffe ignorieren bis zu 100 Rüstung. Nee, wir lassen mal den Widerlichkeitsschaden drin. Die Chirurgenhaube bringt uns im Kampf gegen den Fötus weiter. Den brauchen wir ja jetzt aber nicht mehr. Das heißt, ich kann die Wichtelkleidung wieder anlegen. Haben wir noch wieder einen neuen Aufnäher bekommen hier vielleicht? Level 4, mhm. Du erhältst Wiedergeburt. Das ist schon drin, ne? Nee. Das packe ich aber rein. Weil das ja sehr nützlich war. So. Und die Wichtelhandschuhe? Können wir hier noch was Tolles Neues reinmachen? Was haben wir denn hier? Level 10. Das ist schon drin. Okay. Schließen. Achso, nee. Wir müssen natürlich auch noch bei den Fähigkeiten gucken. Dann machen wir die Eier.
besser. Und gehen hier raus. Und wir müssen zurückkehren zu dem Mädchen. Es ist, als ob nichts passiert wäre. Verrückt. Und da haben wir ein Schnellreiseapparat. Die Mädchen sind an der Town Hall. Wir starten hier. Einfach immer ein anderer Einstiegspunkt. So, Straße runter, hier lang. Und dann ist die Town Hall hier. Wir haben alles erledigt. Ja, zu den Mädchen. So, ich hoffe mal, dass wir die Mädchen jetzt damit überzeugen können. We are one step away from finding out which girl among us is a two-faced bitch. Unfortunately, the record keeper at the abortion clinic is from Paris, and so everything is written in French. Whoever this two-faced skank is thinks she can outsmart us. We want to help you and the boys play your game, but we just can't have a two-faced bitch out there on the loose. Just get these documents translated for us, and we promise we will join your army. Sparkle! Sunshine! Sparkle! Sunshine! Uff. So, eine Quest noch, oder was? Das wollen wir dann mal sehen. Ich glaube da ja noch nicht so dran. Wir sind hier und müssen... Wo müssen wir hin? Wo können wir irgendwas übersetzen lassen? Hier können wir was übersetzen lassen. Okay. Sollen wir zurücklaufen? Sprich mit den Jungs. Und zu den Jungs. So. Eine Quest nach der anderen wird hier runtergerissen. Hallo. Hey, Douchebag, you were supposed to recruit the girls. What's the delay? Achso. Die haben den Falschen angesprochen. This must be something the new kid needs our help with. Sank Fams und Sobi Unanvartum. What language is that? It's some kind of strange Orcish. I've seen this language before. In the kingdom to the north. Oh, the kingdom to the north? Whatever's written on these documents is somehow the key to us recruiting the girls to our army. Is that what you're trying to tell us, new kid? Come on, spit it out. Getting that document translated isn't going to be easy. To breach the kingdom to the north, you'll have to assume another identity. Your name is no longer Commander Douchebag. It is now Larry Babinski from Cleveland. The quickest way to the kingdom to the north is through the Lost Forest. Head north, then north again, north, and then north. Das ist eine ziemlich genaue Wegbeschreibung gewesen. Herrlich. Außerdem sehen wir aus wie ein Mädchen. Gehe zu Photo Dojo. Okay, wo ist Photo Dojo, hm? Da. Nein, das ist Elgor. Hier ist Photo Dojo. Dann, laufen wir mal. Och. Ob wir wohl jetzt stark genug sind, um Elgor zu besiegen? Wollen wir das nochmal probieren? Ich warte noch ein bisschen. Aber die werden wahrscheinlich auch stärker, ne? Hm. Ich weiß es nicht, doch nicht. Doch nicht, weiß ich es nicht. Ich weiß es nicht. Wir machen erstmal ein Passfoto. Wunderschön als Mädchen verkleidet. Hä? Achso, ich muss nach links. Okay. Das sollte man hinkriegen. Da. Mal gucken, ob wir einfach so ein Passfoto machen können, ohne dass uns irgendwelche Fötus-Kreaturen angreifen. Oder... Nazi-Zombies. Oder. Hi, here to get your passport photo taken. Just head into the room there and we'll get started. Sehr schön, dann machen wir das doch. Step between the lights, please. Ja. So. That's great. Okay, smile. Do you have anything else you could wear? Could you try something else on? Ja, bitte. No, tell you what, how about just no shirt at all? Let's try that. Yeah, that's gonna work better. Here we go.
Oh, those pants don't work with the lighting. Could you roll up your pants? Or, you know what, just take the pants off too. Sehr fragwürdig, was hier gerade passiert. Okay, that's good. Really nice. Yes, very nice. How about we lose the underwear? You sick son of a bitch! Stop him! You'll never take me alive! I hope we don't get in trouble for this. Ich wusste, dass irgendwas passieren muss. Aber auch hier nehmen wir erstmal... Oh, unsere Pfeile sind ja jetzt anwiderlich. Anwiderlichkeitsverseucht. Ihr wisst, was ich meine. Mit dem Bogen auf den Pädophilen schießen. Er hat es verdient. Mit Sicherheit. Er ist... Wir haben ihn verbrannt und angewidert. Und das Ganze machen wir nochmal. Damit hat es sich gleich auspädophiliert. Noch ein Schlag mit dem Hammer und es sollte reichen. Wow, good job, kid. You're quite the fighter. All right, let's get this over with. Say cheese. Congrats, kid. You have your first passport. Oh, danke. Juhu. Können wir uns wieder anziehen vielleicht? Congrats, kid. You have your first passport. Jo. Das weiß ich ja jetzt auch. Nun gut.